Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. So, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Und diesmal sind wir an einer Schnellstraße und haben ein großes Problem, was ich euch jetzt mal zeigen werde. Der ist ja nicht so einfach, versteht man da kein Wort. Wir haben hier ein Problem, was jeden passieren könnte. Und zwar, mitten während der Fahrt reißt der Keilriemen. Ja, und dann haben wir die Arschkarte gezogen. Weil das richtige Werkzeug dafür hat man natürlich nicht dabei, sonst müsste man mit dem Hänger kommen. So, ihr seht, der neue Keilriemen ist hier hinten schon drauf. Aber wenn wir keinen Schlagschrauber haben oder ein Sperrwerkzeug, kriegen wir normalerweise hier vorne das nicht ab. So, ich zeige euch das mal. Das ist alles ziemlich zerfledert. Aber wir machen das jetzt in neu bzw. vernünftige Teile drauf. So, hier kann man das sehen, dass hier wirklich alles weggeflext wurde irgendwie. Die Kugeln sehen auch nicht mehr aus wie Kugeln. Hier ist Gott sei Dank nichts dran, außer ein bisschen was vom Keilriemen. Das kann man aber abschmiegeln. Und ansonsten bringen wir das schon wieder hin. So, wir gehen jetzt vorbei, schmiegeln hier erstmal das ab, ne, damit das wieder glatt ist. Und dann seht ihr hier, hier hat sich alles aufgelöst. Diese Teile sind komplett weg. Dann nehmen wir das Teil und bauen das da ein. Von den Vario-Kugeln wollen wir gar nicht sprechen, ne. Wenn wir das hier mal sehen, jetzt hier, diese Hülse ist viel zu groß und dadurch bewegt sich das Ganze und deswegen hat er wahrscheinlich diese Teile weggefetzt. Ich nehme jetzt mal das andere Teil, was wir da einbauen. So, jetzt stecke ich hier mal die Hülse rein. Seht ihr? Hier ist kein Spiel, da kann also nichts passieren. So sollte es sein. So Leute, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Wir haben was vergessen und jetzt müssen wir noch mal nach Hannover zurück, die Teile holen und dann hoffen wir, dass alles klappt. Ne? Ja, man hat ja sonst nichts. So, jetzt sind wir schnell mal nach Hannover gefahren, weil wir so ein blödes Teil holen mussten, beziehungsweise drei Stück, die fehlten. Ist eine Stunde. Ne? Ja, was ist eine Stunde im Leben eines alten Mannes? Jetzt haben wir die Teile und jetzt geht's wieder zurück. So, jetzt kommt der Schlagschrauber ins Spiel. Wir lösen jetzt erstmal die Kupplung. Was ist los hier? Vorher kontrollieren wir noch mal die Kupplung, wie die aussieht. Seht ihr, hier sind keine Ablagerungen vom Gummi. Die Backen sind auch noch gut. Das heißt, die ist okay, da brauchen wir nichts machen. So, jetzt machen wir das hier sauber, da liegt überall Späne drin. Und dann werden wir es wieder zusammenbauen. So, schön mit dem Pinsel sauber machen, damit das alles hier runterkommt, der ganze Kram. So, dann können wir wieder zusammenbauen. So, als erstes haben wir das jetzt hier drauf gesetzt, dann haben wir die Hülse drüber gesetzt. Jetzt nehmen wir den Keilriemen, machen den hier schon mal rüber. Ne, dazu habe ich hinten die Kupplung ein bisschen auseinander gedrückt. So, und dann setzen wir das vordere drauf. So, das sieht auch noch alles gut aus hier. Der Kickstarter, das ist alles voll in Ordnung. So, jetzt haben wir alles draufgesetzt, den Rest auch. Haben das nochmal vom Gummi befreit, hier mit dem Schlagschrauber angezogen.
Das für den Kickstarter sieht auch alles noch gut aus. Das haben wir erneuert. Der Freilauf ist auch gut. Jetzt können wir den Deckel drauf machen. So, wie ihr seht, haben wir alles wieder zusammengebaut. Das ist alles in Ordnung. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Werden wir die Kiste mal anlassen und ein bisschen Gas geben und dann seht ihr. Ja, hier nochmal zum Vergleich, seht ihr, die Dinger sind völlig weg hier. Hier drinnen auch. Hier liegen noch einige andere Teile, wahrscheinlich von dem Lüftungsrad. Das hat sich auch aufgelöst. Das ist hier schon ein anderes. Hier seht ihr normale Variokugeln oder Gewichte und hier seht ihr die da drin waren. Das ist jetzt nicht wirklich geil. Aber jetzt läuft die Karre wieder und alles ist schön. So Leute, das war mal ein schneller Einsatz. Allerdings hat uns das aufgehalten, eine Stunde nach Hannover wieder zurück. Das ist alles nicht ganz so toll. Ne? Aber wir haben es hinbekommen, der Roller läuft wieder. So, jetzt Richtung Hannover. Hände waschen und dann schauen wir mal weiter. So, ich fahre jetzt hinter den guten Mann hinterher. Seht ihr, da vorne fährt er. Mal gucken, ob ich ihn ein bisschen ranholen kann. Ne? Falls da noch irgendwas ist. So, es sind doch nur noch ein paar Kilometer bis nach Hannover. Ich fahre da hinterher. Falls irgendwas sein sollte, bin ich am Mann mit dem Servicewagen. Ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. 4 Stunden hat die ganze Aktion gedauert. Ich musste ja noch einmal zurückfahren, weil wir was vergessen hatten. Diese kleinen Plastikdinger, die da reinkommen in die Variomatik, damit die sich ordentlich öffnet und nicht klappert. Aber so ist das manchmal. Ne? Und wenn ich euch nicht alles so richtig gezeigt habe. Wenn ich am Roller schrauben bin, dann geht es immer darum, jemand zu helfen. Und da ist ein Video natürlich eine schöne Sache, aber das kann man nicht immer so machen, wie man will, sondern der gute Mann wollte wieder seinen Roller fahren und so. Das habe ich alles hingekriegt und insofern ist es gut. Ihr habt mal so ein bisschen Einblick gekriegt, wenn ihr irgendwo stehen bleibt, nützt euch das nichts, wenn ihr wie der einen Keilriemen liegen habt. Wenn ihr nicht das passende Werkzeug habt, um im Grunde genommen dann die Variomatik runterzunehmen und den Keilriemen zu wechseln und da schon so eine Zerstörung sind, dann bringt das gar nichts. So, ich ziehe jetzt mal hier diese komische Weste aus, ne? Weil die habe ich nur angehabt, weil da ja die Autos lang gebraucht sind wie sonst was, das ist ja Wahnsinn. Und nicht, dass die mich noch wegputzen, ne? Weil es kann nur einen geben. Bis dann, euer Roller Rolf. Ciao.